So, ich hatte ja im letzten Video mit dem Problem mit Yukispot gesagt, update euer Handy auf 2.2. Ich weiß, dass 2.2 für das Wildfire erst für die meisten erst im Dezember, Ende des vierten Quartals, also rauskommt. Sowohl also erst Ende Dezember bis Weihnachten, wohl angeblich laut HTC. Leute, die ihr Handy noch vom Provider bekommen haben, dürfen noch länger warten. Die werden es wahrscheinlich erst erstes Quartal 2011 kriegen, das Update. Aber es gibt ja dort noch einen anderen Weg, nämlich das Entbranden zwischen eigene Firmen-Software drauf. Oder kurz gesagt, das Handy hacken. Das habe ich natürlich gemacht. Ihr seht, hier ist das HTC Wildfire. Und es ist ungelockt, also nicht ungelockt, es ist mit Froyo 2.2 aufgespielt. Planen wir es mal. So, das ist noch das Einzige, was daran erinnert, dass das Handy von 1 in 1 ist, aber eben nur dieser Bildschirm. Weil das, was gleich danach kommt, das kriegen die meisten nämlich nicht. Aber ich werde sowieso das Handy nochmal neu machen, weil ich habe bei der Installation so oder so einen kleinen Fehler gemacht. Bis wir das neu aufspielen samt aller Programme brauche ich ein bisschen länger. So, wie ihr seht, ich bekomme hier einen richtigen Bootbildschirm. Wir brauchen das Handy ein bisschen länger, weil ich habe ein bisschen eben falsch gemacht, ein bisschen viel sogar. Aber ist ja egal. Das Wichtigste ist, dass das Handy gut ist. Das Handy fährt noch hoch. Na komm. Das ist auch jetzt nicht die originale Hardoberfläche von dem Froyo 2.2, sondern das ist eine Eigenkreation. Inzwischen ist ein anderer anderer Display Manager. Ja. So, der ich das nicht starten, egal. Ich nehme sie an. So, jetzt. So, ganz langsam. So, Entstellung. Das wird nicht dauern. Da, Telefoninfo. Man sieht es natürlich nicht. So, Software, Telefonidentität. Warte. Lässt sich nicht lesen, aber hier ist
Wildpuzzle Worm V8.0.7 Froyo 2.2 drauf. Wohl von einem asiatischen oder japanischen Handy. Aber es funktioniert einwandfrei. Und nach der Installation, also nach der Neuinstallation, samt Froyo, wenn das drauf ist, wird das HTC schon richtig schnell. Zwar da ist es noch kein Rekordbrecher, aber es ist schnell. Und was ich jetzt nicht zeigen kann, ist, dass auch YukiSpot funktioniert. Weil ich habe es getestet. Seitdem ich jetzt auf 2.2 geupdatet habe, kann ich YukiSpot nutzen. Er findet das WLAN und lässt sich auch verbinden. Nicht so wie vorher, dass er gesagt hat, das hat jetzt vorher eben erklären nicht gesagt, also Android 2.1, sondern die Software, Moment. Ich muss das Handy in die Hand nehmen. Das hat einen Schutz, eine Tastenspende ist zusätzlich noch drin. Der WLAN-Analyser gibt es nämlich, muss man nicht die Erweiterung auch noch installieren. Ja, das ist das Tool zum Orten von WLAN. Und naja, es funktioniert einwandfrei. Man muss sich eben jetzt mal dran gewöhnen, wenn ihr Update jetzt über die Hintertür von updatet, dass ihr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Garantie eures Handys verliert. Außer ihr macht den Trick, ihr spielt notfalls, wenn es fehlschlägt, einfach die alte ROM wieder auf, die ihr standardmäßig habt. Wer ab da, bupp, einwandfrei funktioniert. Also, es ist ganz eure Entscheidung, wie ihr es machen wollt. Aber das Updaten lohnt sich. Wenn ihr Fragen habt, zwischen einen Link braucht, den kann ich euch gerne dann geben. Und zwar sowohl die Anleitung zum Entwenden des HTC Wildfires, wie auch zum Routen und eben Updaten, Zwangsupdaten auf 2.2. Samt Anleitung. Und Schnitt.